Ehre-Talent, eine Insignie ist das. Was führt euch hierher? So, und dann klickst du weiter und irgendwo stehen deine passiven Volksfertigkeiten. Zum Beispiel habe ich kritischen Schaden und kritische Heilung um 2%. Dann habe ich Waffenfertigkeiten und als Taure hast du auch Warstorm. Volksfertigkeit, Kriegsdonner. Und du hast als Volksfertigkeit irgendwas anderes. Ich glaube, Blutelfen konnten so eine komische Kuppel machen. Konnten dich irgendwie counterspellen. Das ist deine Blutelfenfertigkeit. Irgendwo im Buch auf der ersten Seite steht. Volksfähigkeit. Ah ja. Ich kann den Umkreis von 8 Metern 2 Sekunden lang zum Schweigen und stellt 3% Mana wieder her. Das ist eine Volksfähigkeit. Wenn du einen Untoten gemacht hättest, Untote hat schon mal dauerhaft oder Wasser atmen, also kannst du nicht ertrinken. Und du kannst mit Untoten 4 brechen. Das ist übelst immer. Ich glaube, du kannst counterspellen 2 Sekunden, das ist auch nicht geil. Das kommt einfach an. Aber mit Untoten hast du Willen verlassen. Und da kannst du, wenn du 4 bist, also wenn du so rumläufst, kannst du deinen Charakter nicht mehr schauen. Dann kannst du entweder deine Insignie klicken, hinten hast du wieder Jock, hinten hast du wieder Jock. Das war weiterklatscht. Und oder du kannst wieder verlassen klicken, dann geht's auch weg. Du bist dann immun auf. Aber counterspellen ist gut. Ja, ich hab's nicht mehr. Ja, meine Kick war zu voll. Ja, meine auch. Das heißt, kann ich nicht bewegen. Ja, dann Interface, klick, zum Zeichen. Und dann thank you.
Thank you.